Wenn du mit deinem Leben nicht wirklich zufrieden bist, vielleicht in einer Sackgasse steckst und nicht vorankommst, oder du ein großes Ziel hast, aber nicht weißt, wie du dorthin kommst, dann habe ich hier 5 Tipps für dich, die dir helfen können. Nummer 1. Erkenne an, dass es immer hart sein wird. Das Leben ist einfach nicht dazu bestimmt, dass wir uns auf die faule Haut legen und einen Zustand grenzenloser Glückseligkeit 24 Stunden am Tag herbeiführen können. Noch sollten wir das wollen. Die Härte mit dir selbst, also die Fähigkeit, Schmerzen zu erdulden, im richtigen Moment Nein zu sagen und auch nach einem erreichten Ziel hungrig zu bleiben, wird dich von gewöhnlichen Menschen unterscheiden. Wohlbefinden und Behaglichkeit sollten nicht deine Ziele sein. Denn wenn sie es sind, dann wirst du nicht in der Lage sein, Opfer zu bringen, zu reifen und zu wachsen. Wirklich große Ziele erreichst du nur, wenn du den Kampf mit dir bzw. gegen dich selbst zu lieben lernst, wenn du Risiken eingehst und wenn du Dreck frisst. Sobald du etwas Großes erreicht hast, dann könntest du dich auf deinen Lorbeeren ausruhen und dich an den Komplimenten oder am Neid der Masse ergötzen. Du wirst es aber nicht tun, weil das Leben dann keinen Sinn mehr macht. So beschreibt es auch Jay Cutler, der sagte: Ich habe jahrelang Blut und Tränen geschwitzt, um dorthin zu kommen, wo andere waren. Als ich es dann geschafft hatte, fragte ich mich, und das soll alles sein? Das bringt mich zur zweiten Voraussetzung für außergewöhnlichen Erfolg. Finde deine Dringlichkeit und dein Warum. Die größten Hindernisse überkommst du nur dann, wenn du dein wirkliches Motiv kennst. Willst du, dass andere neidisch auf dich sind oder vielleicht, dass du jemandem eins auswischen kannst, der nicht an dich geglaubt hat? Wenn das dein Ziel ist, dann hast du kein Ziel. Und es ist dir wahrscheinlich auch nicht wichtig genug, um die Lösung für dein Dilemma zu finden. Damit du dein Warum erkennst, sollte sich dir folgende Frage aufdrängen. Wie fühlt es sich für dich an, Tag für Tag unbefriedigende Resultate zu erhalten, und wie lange bist du noch bereit, diesen Zustand zu ertragen? Die meisten von uns finden sich mit einem mittelmäßigen Leben ab, weil man ihnen gesagt hat, das Leben müsse genau das sein, mittelmäßig. Erstaunlicherweise ergreifen Menschen nur dann die Initiative, wenn sie entweder ganz unten angekommen sind oder wenn ihnen ein großes Unheil widerfährt. Ein Unfall vielleicht, der Verlust eines Familienmitgliedes oder auch ein finanzieller Bankrott. Wenn du in der Lage bist, deine Dringlichkeit zu finden und das Gelingen deiner Mission als imperativ zu begreifen, dann bist du zum Erfolg verdammt. Tipp Nummer 3. Hör auf damit, zu viel zu studieren. Ständig erzählt man uns, wir müssen jahrelang studieren, wir müssen bestimmte intellektuelle Voraussetzungen erfüllen, wir müssen ein Diplom oder eine von einer vermeintlichen Autorität erteilte Qualifikation besitzen, um es zu etwas zu bringen. Das ist natürlich völliger Nonsens. Nicht fade Theorie oder in der Schule antrainierter Konformismus führen zu außergewöhnlichen Ergebnissen, sondern radikaler Aktivismus und praktische Erfahrungen. Nicht die intellektuellen Fähigkeiten sind es, die den Unterschied zwischen Gelingen und Misslingen ausmachen, sondern allein dein Verlangen und die Bereitschaft zum Handeln. Wenn du meinen persönlichen Ansatz dafür kennenlernen und eine Komplettanleitung für Selbstbestimmung, Macht und Einfluss willst, dann kommst du in meinen Club der Herrenkaste. Ich platziere dir einen Link zum Kurs unten in die Videobeschreibung und ich würde mich freuen, dich begrüßen zu dürfen. Mein 4. Tipp: Vergleich dich nicht mit anderen. Es kann grundsätzlich eine gute Idee sein, Vorbilder und Mentoren zu haben, die dir als Inspiration dienen und die dir zeigen, was möglich ist. Allerdings solltest du nicht in die Falle tappen und annehmen, du könntest mit denselben Methoden dieselben Ergebnisse bekommen. Nein, du bist einzigartig. Und du verfügst auch über einzigartige Voraussetzungen, Talente und Veranlagungen. Deine Aufgabe sollte es sein, genau diese Talente herauszufinden, zu kultivieren und zu veredeln. Niemand anderes kann so sein wie du. Und anstatt andere 1:1 kopieren zu versuchen, solltest du deine bereits vorhandenen Begabungen formen, wie es ein Bildhauer mit einem Stein tut. Die 5. Sache, die dein Leben verändern kann, sind Muster.
Bis du herausgefunden hast, was funktioniert und was nicht funktioniert, kann einiges an Zeit vergehen. Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre. Bis dahin musst du, wie angedeutet, bereit sein, Fehler zu machen, jämmerlich zu scheitern, zu schwitzen, dich zu blamieren und so zu leiden, wie die meisten Menschen nicht bereit sind zu leiden. Sobald dieser Moment aber gekommen ist, ist die Zeit für Experimente vorbei. Und du solltest festhalten an dem, was du als Erfolgsmuster erkannt hast. Genauso wie dich Muster zerstören können, nämlich dann, wenn du dich an sie klammerst, obwohl sie nicht funktionieren, sind sie auch deine Heilsbringer sowie deine Erfolgs- und Lebensversicherung, wenn du sie bewahrst, sobald sie funktionieren. Erzähl mir in den Kommentaren deine Sicht der Dinge, teile das Video und mach den Daumen hoch, wenn du es hilfreich fandest.